Kunsthaus präsentiert den Schweizer Künstler Ugo Rondinone in einer großen Überblicksschau. Und zwar zeigen wir skulpturale Werke, Gemälde, Videoinstallationen, eine sehr schöne Soundinstallation von diesem Künstler, der seit einigen Jahren jetzt in New York lebt, aber doch zu den wichtigsten Vertretern der Schweizer Kunstszene gehört. Und wir präsentieren ihn hier in einem großen Überblick, nachdem er rund 10 Jahre eigentlich hier in der Schweiz gar nicht mehr präsent war. Sehr wichtig ist bei Ugo Rondinone, dass er nicht einzelne Exponate aneinander reiht, sondern eine Art Gesamtkunstwerk schafft, gesamthafte Räume inszeniert. Es sind wie Bühnenbilder, durch die wir gehen, und wir sind dann die Akteure, die diese Bühne betreten und die emotional und auch ästhetisch angeregt und auch ergriffen werden durch die Inszenierungen des Künstlers. Inhaltlich gibt es Themen wie zum Beispiel die Vergänglichkeit, die sehr wichtig sind in seinem Werk, das Zeitliche, es hat eine gewisse melancholische Komponente, die immer wieder wichtig ist bei verschiedenen von seinen Arbeiten. Und was auch wichtig ist, ist immer wieder diese Dualität zwischen dem Alltäglichen, dem Profanen und dem Spirituellen, dem Geistigen. Diese Dualität lotet er eigentlich in verschiedenen Arbeiten aus. Ugo Rondinone ist ein Künstler, der mehr in die Tiefe arbeitet, denn in die Breite. Es ist ein überschaubares Repertoire an Motiven: der Baum, der Clown, der Kreis, der Nachthimmel, die Maske. Auf diese Motive kommt er immer wieder zurück und schafft so ein sehr dichter, motivischer und auch inhaltlicher Kontext. Every day sun.